Do it. Oh Mann, ich spring einfach nicht ab. Okay, in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen dieser Folge. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir noch ein paar weitere Frufos. Oh, kennst du noch Frufo? Frufo? Und Joghurt? Ja. Frufo? Joghurt im Ufo? Oh, das waren nur Zeiten. Okay, dann ja, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, Jurio! Kommt noch ein Ciao von dir? Ciao. Ich war nicht gewohnt, dass du das jetzt doch mit An- und Ab machst. Ach so, stimmt, scheiße. Sehr gut, ja. Da bin ich wieder. Eigentlich wollten wir keine An- und Ab-Mods machen in unserer Aufnahmesession und ich hab's gerade gefehlt. Das ist so traurig. Ja, wird bei mir draufbleiben, Josh. Einfach warum? Tschüss nicht. Weil es schön ist. Aber es ist auch schön, es ist auch endlich wieder alle dabei. Ja. Oh, hast du sogar geschafft? Not bad. Komm schon, einer noch. Jawoll, ja. Ah. Und was ist jetzt tun? Hallo? Das musst du selber. Achso, hier ist ein Loch drin. Musst du selber herausfinden. Okay. So. Ich bin wieder eins gewesen. Ne? Ja. Ah, hier bin ich jetzt drin. Ja, vergiss es nicht, die Türen aufzumachen nach vorne, damit du da durchkommst. So, da können wir ja weiterspringen. Oh yeah. Motherfucking yeah. Geht sonst nichts. Dunkel hier. Ich habe ja eine Druckplatte. Wo ist da was passiert? Ich glaube, wir müssen wieder gleichzeitig drauf. Aber ich glaube, ich kann einen Shortcut für mich aktivieren. Jo. Also ich wäre damit fertig. Ja, ich habe gerade meine Fresse. den Sprung hier verkackt, weißt du? Ja. Den da, von diesem verkackten Block auf den hier. Ja, aber du hast auch Decke über dir drüber gehabt, ne? Das ist gar nicht so einfach. Das ist frech. Ah, das sind drei. Ah, das ist einer deiner Nemesis-Sprünge. Oh nein, mein Nemesis-Sprung ist ein Vierersprung. Meine Güte! Der wird auch noch zu meinem Nemesis hier, glaube ich. Oh Gott. Hier können Sie einen Yoshi in einer freien Wildbahn sehen. Oh mein Gott, ich habe gerade den Untergrund-Sound. Ja, ich weiß. Laut. Ich weiß. Erinnerst du dich an DayZ, die Mod-Sammlung, diesen Hintergrundsound von dieser Schmiede oder was das auch immer sein soll? Dieses Industrie, was so mega laut ist einfach nur. Oh, ey, das war mal hart. Nein, bitte nicht füttern, so sieht's aus. Wobei, nein, nein! Zu spät, zu spät. Ah, oh, es ist zu spät dafür. Füttern! Boah, Gott. Komm schon, du schaffst das, Josh. Ja, tut mir leid, dass ich das so schnell geschafft habe. Ist ja nicht deine Schuld, wobei doch, ist es wohl. Oh, ja. Oh. Immerhin bin ich nicht ganz unten gelandet. Du hast einen fast so scheiß Sprung wie ich dann danach. Der ist aber einfacher. Ach Gott. Was ist denn das? Ein halber Block nach unten und du hast zweieinhalb hoch. Das ist ja echt human gegen das, was ich hatte. Was du nicht geschafft hast, meinst du? Mann! Ich hab langsam keine Lust mehr. Dieser Sprung fuckt ab. Hm. Jetzt weiß ich auch wenigstens, wie ich springen muss. Alles gut. Prima Ballerino. Der ist auch gut. Ach, der hier? Muss ich in diese Nische hier? Ja. Yep. Okay. Das ist aber machbar. Siehst du. Jetzt warte, jetzt muss ich wieder auf meine Position zurück. Ich habe einen Shortcut. Ich habe einen Shortcut gesehen. Ja. Ja, ich auch. Ich habe jetzt eine Leiter hoch. So, glaube ich. Ich stelle mich dann auch mal drauf. Bin drauf? Mhm. Das hört sich gut an. Oh. Wie toll! Wissenspringe! Ah, ich weiß gar nicht, wie. Du hast das gemacht? Ich glaube, ich den direkt schaffe. Oh nein, den schaffe ich nicht direkt. Nein! Nein! Ich habe meinen Shortcut nicht aufgemacht!
Oh, ich wünsche viel Spaß. Jetzt höre ich die Pistons auch noch die ganze Zeit. Oh, kann ich ein bisschen leiser stellen? Hüpf. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Block. Sind das Blöcke? Ja, das sind Blöcke. Ich habe jetzt auf mal 13% gestellt. Das sollte ja eigentlich reichen. Alter Schwedinski, ey. Ne, was ich mich halt frage. Ich hab mein Shortcut aus. Alter, das ist aber hart an der Grenze. Ja, ja, ist okay. Mach du mal da vorne weiter. Ich muss von Pistenblock zu Pistenblock springen. Das ist schon scheiße. Ne? Obwohl, ich glaube, ich kann cutten. Den einen. Aber ich krieg Fallschaden. Das ist uncool. Ja, lass mich erstmal noch an meinen alten Sprung hier nochmal wiederholen. Ja, dafür müsste ich Leuten zeigen, dass ich das kann. Und ich kann es nicht. Aber ich will dir doch zeigen, dass ich das kann. Das hat keiner gesehen. Zumindest nicht bei dir. Das ist echt uncool. Jetzt mache ich den Sprung, wo ich weiß, wie er funktioniert. Falsch. So. Nur diesen einen Kacksprung hier. Josh? Nein, ich bin dann vorbei. Ja. Meinst du, das ist abhängig davon, wie lange wir auf der Druckplatte standen, wie schnell die rein und raus gehen? Ich glaube auch nicht. Es hängt mit der Redstone-Schaltung zusammen. Aber kommt drauf an, wenn das Signal länger ist. Okay. Hängt davon ab, halt, wie die Redstone-Schaltung gebaut ist. Aber ich kann nicht cutten und der andere Weg ist auch scheiße. Och man, jetzt falle ich so dumm runter, weil ich an der Kante stehe mit Shift und dann aber doch nicht draufstehe, weißt du? Nein, ja. Dein Ohr. Wer auch immer gehustet hätte. Wenn du das weißt, du die Beste. Das war ich nicht. Boah, nee, ey. Das, was ich schon geschafft habe, pack ich jetzt hier nicht. Meine Güte. Such a annoying. Natürlich packe ich das nicht. Natürlich packe ich das nicht. Ach Jan, darf ich den Shortcut mir noch öffnen? Eigentlich bin ich ja streng nach dem Konzept eigene Doofheit. Ja, ist okay. Ist ja okay. Ich weiß nicht, wie ich den Sprung machen soll. Du durftest ja auch nicht in der Challenge 3, wo du den Sprung eigentlich hättest locker machen können und ich gut gesprungen bist, noch mal von der Stelle starten. Ja, aber wie hast du so schön gesagt, das war meine eigene Arroganz. Oh ja. Und kacke, wenn die dem Weg ist, ne? Ich weiß echt nicht, ob das so... Machbar ist? Ja, ich hab halt hier... Du hast halt... Einsprung. Ich habe aber vor den Abfucksprung um die Ecke. Ja, das mag ja alles schön und gut sein, Josh, aber ich muss hier von einem Pisten zu einem anderen Pistenblock springen, die gleich getaktet sind. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das weiß ich auch nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe. Ich könnte rein theoretisch direkt auf den zweiten springen, aber dann kriege ich Fallschaden, was die Sache erheblich schwerer macht. Weil dieser Schadenstick ist halt behindert fürs Springen. Schaffst du, ne, du schaffst es aber nicht vom obersten auf den hinteren. Naja, schaffst du nicht. Was ich überlegt hatte, ist über den ersten zu glitschen auf den zweiten und dann springen. Aber das ist ja mit noch mehr Luck verbunden als ohnehin schon. Ach, sehr gut. Du bist doch unser Glitchmeister. Naja, ja, klar. I'm the Glitchmeister. I'm the Glitch King. Oh, ey, ich darf nicht darüber nachdenken, wie die Pistons getaktet sind, weil ich springe dann definitiv im falschen Moment ab. Einfach springen, immer wieder versuchen, bis es klappt. Mann, ich will diese Piss-Kack-Dings hier jetzt fertig haben. Ich will mein Tor offen haben und mich an den scheiß Pistensprüngen probieren. Auch wenn ich die nicht mag. Das sind übrigens meine Nemesis-Sprünge eigentlich nach den Vierersprüngen. Vierersprünge sind also immer ab. Ich erinnere mich noch an die Challenge auf der Adventure Map mit Basti. Die nur aus Vierersprüngen bestand. Ja, wo ich null Chance hatte. Okay, wenn ich nach unten gucke, schaffe ich es auch nicht. Das funktioniert so nicht. Mhm.
Einfach in eine Row springen, einfach in eine Row springen. Das ist viel einfacher. Jawoll. Lass mal die Treppe runtergehen. Ha, Tür ist offen. GZ. Jetzt kann ich auch wieder weitermachen. Das ist ja noch einfach, der erste, ne? Aber der zweite ist doch schon ein bisschen... Oh, nee! Das ist einfach nur time, dass ich nicht runterfalle, ne? Okay. Das ist lecky. Ja, genau, und ich falle einfach runter. Keine Lust mehr auf Lex, Pistons wieder ausschalten. Nee, das meine ich nicht. Das ist halt kacke, weil ich jetzt gerade irgendwie anscheinend doch auf dem zweiten Block noch geschafft habe zu landen. Aber das bei mir halt verzögert ankam und ich dann schon wieder unten stand. Oh, cool. Okay, das ist easy. Der ist, glaube ich, auch relativ easy. Oh mein Gott, das war jetzt schon fast frech. Also jetzt macht der Josh das da drüben. Nein! Mist. Oh mein Gott, ich habe im Flug schon gemerkt, scheiße, der Piste kommt jetzt. Ah. Okay, da wollte ich einfach... Vielleicht ist das doch machbar, Josh. Was denn? Vom ersten auf den letzten. Ich glaube, wenn du einfach nur entspannt nach oben springst, könnte es machbar sein, dass der wieder exakt ausfährt. Aua. Nee, eben nicht. Das ist so knapp vom Timing her, dass zumindest bei mir, in dem Moment, wo ich halt draufstehe, ich bei mir erst vorbeifalle, dann kommt die Verbindung zum Server, die sagt, du bist doch noch drauf und dann ist der Piston schon wieder unten. Okay. Ich bin gespannt, ob du es schaffst. Ich werde es mir bei dir angucken. Das ist sehr witzig. Oder auch nicht. Ja, es ist hier genauso witzig. Autsch! Weil hier die Sprünge eigentlich ganz cool sind. Also die... Der um die Ecke sprung hier und so, das gefällt mir eigentlich schon. Es geht nicht darum, dass die Sprünge mir nicht gefallen, es geht darum, dass ich sowas. Mann! Josh? Josh, Lucky, Lucky, wo ich bin? Ja, den verkackst du jetzt. Ich bin auf den ersten gesprungen und hab Doppelsprung einfach durchgemacht. Ah, oh, wirklich? Ja, aber den verkack ich jetzt. Ich hab gesagt, den verkackst du. Der ist aber auch nicht so einfach, ne? Nee, ist das wirklich nicht. Nein! Na, oh, doch! Alter, wir passen drüber gerutscht. Ja, du bist ja dann schon fast durch. So wie ich das sehe. Du musst nur hinter die letzte Absperrung kommen. Oh, sehr gut hier. Sehr, sehr gut. Achso, ich bin durch. Jo, dann darfst du mir jetzt zukommen. Ja gut, ich gehe dann mal in Game-Mode. Ich darf nicht über Pistons nachdenken. Wenn ich jetzt nicht hier mein... Warte mal, ich teste mal kurz was. Wenn ich jetzt bei mir Pistons ausschalte... Okay, schalte ich deine auch aus. Das ist ja doof. Ich will die wieder anschalten. Hallo. Und davon müssen wir auf die Druckplatten. Okay, ja. Lass mal ein bisschen länger draufstehen bleiben. Ich möchte gucken, ob was passiert. Ich bleib jetzt einfach draufstehen. Ja, super. Ich glaube, ich habe die Pistons ausgemacht. Ja, ich würde behaupten, Jan, Freifahrt für dich. Ja. Wenn mir da nicht noch meine Inkompetenz einen Strich durch die Rechnung macht. Ich bin einfach mal so. Das war jetzt, weil ich es geschafft habe, wird das dir jetzt erleichtert. So. Spontan entschieden. Weil ich jetzt nicht nochmal Schaltung reparieren möchte, oder an. Ich höre einen Pisten irgendwo hier. Kann ich den jetzt einmal ordentlich machen? Oh, gar nicht so schwer. Ja, okay, jetzt war es ja einfach, wo kein Pisten mehr ein- und ausfällt. Ich dachte auch von der Sprungweite. Oh. Déjà vu. Tada! Oh. Moment. Moment. Das heißt, wenn wir hier sterben, wo kommen wir dann wieder? Nein! Hab ich die Tür nicht vergessen aufzumachen? Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch keine gesehen. Sterben wir sterben einfach. Hier einfach. So sieht's aus. Ganz easy peasy machen. Die sehen aber auch jetzt hier relativ easy aus bis hierhin. Nein.